Hallo, willkommen bei unserem Octopus-Tutorial Brother LC129. Tintenpatronen nachfüllen mit Riefelspritze und entsprechendem Einwürfelloch an der Patrone selbst. In unserem Video verwenden wir schwarze pigmentierte Nachfülltinte von Octopus Fluids und zeigen Ihnen, wie diese in die Patrone eingebracht wird. Für unseren Befüllvorschlag ist es notwendig, dass die schwarze Außenhülle der LC129 entfernt wird. Das schwarze Außengehäuse wird durch vier Plastenasen am inneren Tintentank gehalten. Sie können diese Außengehäuse ganz einfach entfernen, indem Sie die Plastenasen nach hinten wegdrücken. Sowohl für den vorderen Teil als auch für den hinteren Teil funktioniert das. Und bereits nach wenigen Handgriffen haben Sie sowohl vorderen als auch hinteren Gehäuseteil gelöst. Und der innere Tintentank liegt nun frei. Wir bitten Sie, damit vorsichtig umzugehen. Sie sehen hier an der Seite sind überall Plastefolien angebracht. Bitte beschädigen Sie diese nicht. Der innere Tintentank verfügt über einen stabilen Plastikrahmen. Hier sehen Sie den oberen Teil. Zur Orientierung nochmal auch hier, das ist der vordere Teil, in deren Richtung Drucker zeigt. Mit dem Lufteinlass an der oberen Seite und dem Tintenauslass an der unteren Seite. Zur Befüllung haben wir im stabilen Außenrahmen im oberen Bereich eine Bohrung angebracht. Sie sehen diese hier rot markiert. Der Durchmesser der Bohrung beträgt 3 mm und wir haben vor, über diese Bohrung entsprechend mit Spritze und Kanüle ins Innere des Tintentanks 50 ml schwarze Nachfülltinte in die Patrone einzubringen. Wir haben hier die entsprechende Tintenmenge von 50 ml in einer Riefelspritze vorbereitet. Wir arbeiten mit einer stumpfen Kanüle, damit keine Beschädigungen in der Patrone hervorgerufen werden können und geben jetzt die Nachfülltinte direkt in das Patroneninnere ein. Sie können sehen, die von uns geschaffene Einfüllöffnung hat direkt Zugang zum Patroneninneren, zum Inneren des Tintentanks, sodass die Tinte sehr schnell aufgenommen wird, das Befüllen geht recht zügig vonstatten. Die oben liegende Einfüllöffnung hat unserer Meinung nach den Vorteil, dass in dieser Position sich die Patrone auch später wieder im Drucker befindet und so keinerlei Nachfülltinte an dieser Öffnung austreten kann. 50 ml sind nun in den Tintentank eingefüllt. Wir gehen jetzt daran, die von uns gebohrte Einfüllöffnung wieder zu verschließen. Wir arbeiten hier mit einem Epson-Verschlussstopfen. Dieser Stopfen passt natürlich auch für viele andere Patronenmodelle, ist hier für unsere Zwecke optimal, da der Unterbereich des Stopfens schmaler ist als der Oberbereich. Durch den schmaleren Bereich gleitet er einfach in die Einfüllöffnung und der obere Bereich kann dann fest eingedrückt werden und verschließt diese Einfüllöffnung sicher. Sie können selbstverständlich auch mit Heißkleber arbeiten. Verschließen Sie mit diesem die geschaffene Einfüllöffnung. Der Heißkleber lässt sich bei späteren Befüllvorgängen recht einfach auch wieder entfernen. Abschließend gilt es, das zuvor entfernte Außengehäuse wieder auf die Patrone aufzusetzen. Hier spielt sich auch ein weiterer Vorteil der oberen Einfüllöffnung aus. Setzen Sie den inneren Tintentank zuerst in den hinteren Teil des Gehäuses ein. Der Vorteil des Gehäuses ist, dass der obere Rand des äußeren Gehäuses direkt auf den Stopfen in der Einfüllöffnung drückt und diese sozusagen doppelt gesichert verschlossen wird. Wie Sie sehen, ist der hintere Gehäuseteil bereits fest eingerastet. Nehmen Sie jetzt den vorderen Gehäuseteil und drücken Sie ihn auch wieder auf den inneren Tintentank auf. Er schnappt durch die Haltenasen fest in seine Position und die Patrone ist hiermit fertig befüllt mit Tinte. Haben Sie es nicht schon zuvor getan, setzen Sie jetzt bitte noch den Chip an der Patrone mittels Chipresetter zurück. Dann verfügt Ihre wiederbefüllte Patrone auch über einen Tintenfüllstand im Drucker. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Kommentare und Likes und hoffen Sie auch zukünftig bei einem anderen Octopus-Tutorial wiederzusehen.